Unsere Kuh heißt Mama Mu und singt dir jeden Ton. Und wenn sie denkt, sie ist allein. Hallo, Mama Mu, bist du das? Mu. Geht sie auch aufs Telefon? Ich hatte heute Nacht einen ganz komischen Traum. Ich habe geträumt, ich war bei Ka auf Besuch. Dort drüben im Wald auf der anderen Seite des Sees. Und es war so schön und gemütlich bei ihm. Nicht loslassen, Papa! Nein, nein, nicht keine loslassen. Angst, ich hab dich! Vorsicht, weg da! Da kommt ein Stein! Ich könnte ja mit dem Fahrrad zu Ka fahren. Ja, gut, weiter so! Na los, du kannst es! Ich weiß nicht! Du hast mich nicht festgehalten. Komm, nochmal. Jetzt halte ich dich auch, ganz sicher. Oh Mann, ist das wackelig. Ja, gut so. Weitertreten. Vorsicht! Ich kann's nicht, Papa, und ich werde es auch nie lernen. Doch, doch, nochmal. So, um die Kurve. Papa, es läuft! Oh, yippie, ich kann's. Schau, Papa, ich kann Radfahren. Brrn, dumm. Oh, Baby leicht. Wow, das macht Spaß. Toll, Lillebohr, toll. Du machst das toll. Ganz schön schnell, hä? Nimm, nimm. Also Radfahren muss wirklich riesig Spaß machen. Oh, krass. Hallo? Ist das nicht ein herrlicher Tag? Hallo, Mama Mu. Was machst du denn gerade? Ich habe Lillebrot zugeschaut, wie er Fahrradfahren gelernt hat. Und du, hattest du ein schönes Fest? Hä? Fest? Aha. Oh ja, klar. Das Fest, mein Fest. Du sprichst von einem Krasfest. Hast du denn auch schöne Geschenke bekommen? Und natürlich eine leckere Geburtstagstorte? Naja, habe ich alles bekommen. Aber was kümmerst du dich eigentlich darum? Und wieso fragst du mich dauernd nach dem Fest, hm? Hast du denn keine Lust, mir davon zu erzählen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ja, aber warum denn nicht, Kra? Weil, weil es gar kein Fest gegeben hat. Oh. Du musst Freunde haben, um ein Fest zu machen. Sonst kann ja keiner zu dem Fest kommen. Und Kra hat keine Freunde. Es gab keine Torte, keine Geschenke, nichts, überhaupt nichts, weil Kra nicht einen einzigen Freund hat. Aber übrigens, ich brauche auch keine Freunde. Wenn ich traurig bin, dann versuche ich immer etwas zu finden, was mir Spaß macht, damit ich wieder fröhlich werde. Hast du Lust, eine kleine Fahrradtour mit mir zu machen? Oh. Wann wirst du es endlich lernen? Du bist eine Kuh, Mama Mu, kein Mensch. Und Kühe können nicht Radfahren. Nein, ich kann's ja auch noch nicht. Deswegen will ich's doch lernen. Hey, das kann nicht gehen, Mama Mu. Eine Krähe kann auch keine Kuh schieben. Aber bei Lillebohr ging's doch auch. Komm, wir gehen zur großen Straße. Da liegen nicht so viele Steine auf dem Weg. Oh nein, stopp! Dort könnte uns doch jemand sehen. Okay, okay, ich schieb schon, ich schieb schon. Ach, ich kann's nicht. Ich bin zu dumm. Ach, ich kann's nicht. Ich bin zu dumm. Mein Fahrrad wackelt und dann macht es Mumm. Ach, ich kann's nicht. Ich bin zu dumm. Schieb mal fester, dann fahre ich schneller. Vorsicht, dann geht's auch besser und macht nicht mehr. Bumm. Ach, ich kann's nicht. Ich bin zu dumm. Ich lehne mich raus und komm nicht rum. Jetzt fahr ich gerade, es klappt nicht schade. Denn ich fall, macht's an meinem Knie. Ach, ich kann's nicht. Ich bin so dumm. Ich kann schon lang nicht mehr. Du bist so schwer.
Aber jetzt versuche ich's mal anders herum. Hey! Ich kann es, ist leichter als ein Kinderspiel. Ich kann es, ich kann es, ich kann's ja, weil ich es will. Ich kann es, ja, jetzt geht es bergauf, bergab, bis zum nächsten... Oh. Hast du das gesehen, Kra? Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Oh, was ist das nur für eine komische Kuh? Leichtsinnig und eine Gefahr für die Umwelt. Oh. Jetzt weiß ich, dass Radfahren die leichteste Sache der Welt ist. Ich kann überhaupt nicht hinschauen. Ich gehe nach Hause. Warte doch, Kra. Hallo. Warum? Mir ist da noch was eingefallen. Nicht schon wieder. Du hast doch gesagt, du hast keine Freunde. Aber ich könnte doch dein Freund sein, oder? Hä? Du? Du willst mein Freund sein? Na klar. Wir zwei werden Freunde. Du und ich. Und dann steige ich aufs Fahrrad und komme dich im Wald besuchen. Ich kann doch nicht der Freund von einer Kuh sein. Noch dazu von einer radfahrenden Kuh. Ausgeschlossen. Aber Mu, jetzt hör doch mal. Natürlich kannst du das, Kra. Ist ganz einfach. Wo steckt er denn jetzt? Natürlich kannst du mit einer Kuh befreundet sein, Kra. Ich habe eine ganze Menge Kühe als Freunde. Das läuft super. Die sind alle nett. Eigentlich kann man doch mit jedem befreundet sein. Ich hoffe, dass Kramer mal mein bester Freund wird. Irgendwann mal.